Da sind wir auch schon wieder. Das Geschehen YouTube. Herzlich willkommen. Bei Folge neues. 5 Uhr WhatsApp nach. Rescue the two prisoners being held in a guard post to the southwest of Ngumba Industrial Zone. The targets are civilians. One male, one female. Apparently they're specialists sent out there to investigate infectious diseases. They were frequent visitors to that devil's house at Zoyamanipuru. If you recover them, we'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. Aus den letzten Teilen, meine Freunde, konnten wir erfahren. Ich habe jetzt die Betäubungssniper. Und mit der Betäubungssniper können wir jetzt endlich Gegner schlafen legen. Wie spät ist es? Okay, wir müssen da hinten hin. That's the target's predicted location. They should be somewhere in that area. Enemy presence detected. The map has been updated. Jetzt läuft er los. Da hat er den K.O. gehauen. Der alte Lawiner, der. Es gibt auch, ja, wie ihr gerade gesehen habt, auch gefährliche Tiere hier draußen. Naja. Den hat er erschnüffelt. Was kann der? Der kann gar nichts. Ist auch nur ein Diplomat. Also, wir müssen mal schauen, wie wir da hinkommen. Oh Gott, wir müssen hier vorbei. Da rein und dahin. Sehr toll. Was ist denn los? Was hast du gesehen? Boss, that enemy squad is on its way to the guard post. Watch yourself. Ist so geil, dass wir jetzt Beweglichkeit haben. So sind wir mal ordentlich, ne? Streifenschakale waren das. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Er hat hier was gewittert. Warte mal, wo ist das? Was er. Hast du gesehen? Okay. Guter Junge. Wir machen mal Night Vision an. Enemy presence detected. The map has been updated. Da ist jemand. Analysis complete. Nur A, ey, was geht? Analysis complete. Unruhestifter, okay. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. So, der Boy muss mit. Der Boy kommt auch mit, aber nicht da markiert. Dankeschön. Da unten ist die Geisel. So, wir müssen erstmal schauen, wie viele Leute hier tatsächlich sind. Eine scheiß Attrappe wieder. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Ja, die beiden kriegen wir auf jeden Fall da raus. Sun will rise momentarily. Oh nein. Bitte keine Sonne. Doch, warum nicht?
Mal gucken, wie schnell das wirkt. Oh. Es wirkt sehr, sehr schnell. Nur er bleibt nicht lange liegen. Nur wenn wir den Leuten in den Kopf schießen, bleiben sie sehr, sehr lange liegen. Das Ding ist, ich habe ihn nur in den Oberarm geschossen. Oh, der haut ab. Die sollen den nicht finden, deswegen habe ich den jetzt erstmal schlafen gelegt. Nee, der war nicht. Der hat nicht gesessen. Wo kam das Auto jetzt an? Oh Gott. Enemy presence detected. The map has been updated. Wir müssen alle. Oh mein Gott, der wacht wieder auf. Enemy presence detected. The map has been updated. Nein, 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 der wacht auf. Oh, fuck. Development complete. Boss, get down. The enemy sniper. Go. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Oh. You have arrived at your destination. Oh oh, Freunde. Clouds approaching. Go. Der wird ja richtig gebrutzelt, Alter. Das ist so gut gemacht. Oh, der erste ist down. Die eine Geisel pennt ja da hinten. Subject on board. Leave the rest to us. Den konnten wir töten. Der eine quält sich gerade. Wir sind die eine Geisel jetzt befreien, Leute. Das hilft nichts, wir müssen rüber. Time to
Extraction confirmed. Now extract the remaining target. Kommt er. You gotta extract him. Hey, stay on. Get him. Hm, siehst du, jetzt sagt er zu meinem Hund nur, bitte. Attack. Go. Ja, du gut gemacht. So, der muss mit hoch. Hast du gut gemacht. Okay. Der Junge. So, wir müssen mal gucken. Subject on board. Leave the rest to us. Ja, ruhig, ruhig. So, wir müssen mal schauen. Da ist jetzt die Geisel. Aber was ist mit dem hier? Ach, das war auch nur so ein Normalo-Arsch. Ich glaube, wir haben alle. Sonst? Ja, wir haben sonst alles. Das ist so krass. Du kannst vor den Leuten mit diesem... vor den Leuten mit einer Waffe rumballern, die laut ist sogar, solange du einen Schalldämpfer drauf hast. Juckt das keinen. So. Hi. You saved me. You've come to rescue me. Ja, ja, wir kommen dich zu Rescue. Always has to show that man around here. Dangerous work. I hate it every second. I should have said no, but I was the only one on the team who spoke English. So, was hat der? Amazing boss. Getting both prisoners out in that situation. Mission. Great work. Now exfiltrate. Ist sonst nix, oder? Okay. Außer die paar Ziegen da hinten. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Wir müssen einfach nur weg. Und dann haben wir die Mission eigentlich schon erledigt. Die Dog erschnippelt alles. Was nur ein bisschen schlecht ist, finde ich, dass mit dem Schalldämpfer, dass die immer abnutzen, das finde ich ein bisschen, keine Ahnung, unlogisch. Ich weiß nicht, ob das im Real Life auch so ist, so Schalldämpfer abnutzen. Ich benutze die nicht so oft. Ich benutze die nicht so oft, aber wenn wir mal ehrlich sind... Wie geht das? Also, dass ein Schalldämpfer abnutzt und der kaputt geht. Ich
glaube nicht, dass ein Schalldämpfer nach 20 Mal Schießen nicht mehr funktioniert und ich schalldicht bin. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Yeah, bitches. Geschafft, Alter. Die Mission hat uns gekostet 108.000 insgesamt und wir haben Zahlungsbilanz, wir haben 198.700 eingenommen. Krasser Shit. Boss, we placed the two targets in quarantine. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them and would have eliminated them eventually, but we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. Ja, es gab, habt ihr ein bisschen verpasst, weil da ein paar Sachen nicht gekommen sind. Es gab so ein Versuchslager. Da kommt es ab und zu drauf an, da sind Versuche gemacht worden an irgendwelchen Menschen und Mikrofone wurden in den Hals eingeführt. Und die mussten die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hören und sowas. Ist richtig krank gewesen. Da habt ihr aber auch nicht so krass viel verpasst. So. Sagen wir mal ehrlich. Von der Geschichte her verstehe ich eh null. Da müsste ich mir die ganzen Kassetten anhören und ich habe keinen Bock mehr Kassetten anzuhören. Das suckt. The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Was ist los? Oh mein Gott, wieso hat er denn Angst? Was hat er gemacht? Quiet. Was ist mit Quiet los? What the fuck? Oh my God. Stop this. Now. Still. Warte mal, warum hat Quiet das gemacht? Dismissed. Die macht das nicht einfach ohne Grund. Payback for how they treated her. Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time. There won't be a third.
Warum hat Quiet das jetzt gemacht? Boss, about Eli. I'd heard that one product of the Les Enfants Terribles project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. Duscht sie erstmal eine Runde. Quiet. Sie ist ja sonst nicht so. Sie ist eigentlich voll cool drauf. Aber ihm hatte sie irgendein Problem. Keine Ahnung. It's starting to get a little crowded around here, boss. Whatever. Was sind unsere nächsten Missionen, Ladies? Ladies und Gentlemen. Boss, this contract comes from the Umbelli rebel militants. That's right. That general's fighters. Recently, one of their child soldier platoons staged an insurrection and split from the main group. Thing is, they took a hostage with them. The general's brother, his number two. The contract is to extract both that prisoner and the leader of the renegade platoon. The message reads, I love my brother. You must bring him back to me alive. It also says this about the leader of the child soldiers. He is an excellent soldier. I want to persuade him to rejoin the ranks of the righteous. Sounds a little too forgiving for the man who ordered those kids dead at the mine. I wonder what kind of persuasion the general has in store. With that in mind, here are your objectives. First, rescue and return the general's number two as requested. Second, extract the renegade leader, and we'll keep him at Mother Base. In other words, extract both targets out of the region. Good luck, boss. Okay. Wir sollen zwei Leute retten. Please specify a project. Den Rest habe ich mir nicht angehört. Das war so. Bin so armselig. Oh Mann. Ich höre halt teilweise überhaupt nicht. Ich höre Englisch, höre ich zu, ne? Was die halt labern. So, aber ich bin halt so ein Typ, keine Ahnung, also. Mich interessiert die Geschichte von Metal Gear nicht so krass wie das Spiel selber. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Also, ich bin mehr so der Typ, so, mich interessiert halt einfach mehr das Spiel. Die Geschichte ist für mich so ein bisschen beiläufig. Aber ich krieg natürlich auch was von der Geschichte mit, aber halt nicht so viel, weil die anderen Teile, die ich gespielt habe, sind schon so lange her. Ich kenne halt einfach viel zu wenig Hintergründe mit Metal Gear Solid 1, 2. Das ist Ewigkeiten her, als ich den ersten Teil gespielt habe. Meine Fresse. Was ist das immer? Das ist Ewigkeiten her. Das ist, ich weiß gar nicht. Wann habe ich den ersten Teil gespielt? Alter. 96? 97? Frühjahr? Vielleicht sogar noch? Keine Ahnung. Weiß nicht, wann der rauskam, aber ich habe auf jeden Fall noch das Originalspiel sogar noch hier von Metal Gear Solid 1. Diese schwarze CD für PlayStation. Aber es ist einfach alles zu lange her, dass ich jetzt weiß genau, boah, worum geht hier. Ich weiß, hier geht es um irgendeine Verschwörung. Die dreht sich um diesen Skull Boy, der auch die alte Motherbase von uns kaputt gemacht hat. Das erfahren wir ja an Ground Zero. Und wie es dann so weitergeht und worum es genau geht, weiß ich ehrlich gesagt.
geht um einen Typen, der baut jetzt, dieser Skull baut einen neuen Metal Gear, der noch krasser sein soll. Wir sind dem eher auf der Spur, kriegen dann von irgendjemandem dauernd irgendwelche Missionen, werden dann manchmal sogar in eine Falle gelockt und so weiter und so. Das ist alles, Alter. So viel durcheinander, ey. Ohne Witz. Sehr viel. So. Mission accepted. Heading to Central Africa. Heading to Central Africa. Wir müssen auf jeden Fall neu. Ich will einen neuen Begleiter dabei nehmen. Wir nehmen wieder unsere Quiet mit. Quiet immer dabei. Ausrüstung haben wir immer noch den gleichen Schund. Wir können sogar Fahrzeuge mitnehmen. Guck mal, ich habe sogar einen schönen Panzer geklaut. Wenn man Bock hat, dann können wir da mit einem Panzer einmarschieren. Ich habe mal so ein paar Panzer mitgehen lassen mit diesem Pult-System da. Ganz witzig. So, Ausrüstung 1, Charakter, auf jeden Fall eine neue Bekleidung. Damit hört man halt unsere Schritte nicht, mit dem Schleichanzug. Also wenn wir irgendwie rumschleichen hinter den Leuten, dann hören die uns nicht. Wir haben aber, glaube ich, die falsche Hand, oder? Nein, wir haben die Raketenhand, aber warum ist die rot? Egal, Mission starten. Das ist aber ein wunderschönes Spiel. Alle, die das Let's Play bei mir gucken, ich kann euch nur empfehlen, kauft es euch. Ohne Witz, kauft euch das Spiel und spielt es vielleicht sogar selber. Das Game ist so gut. Zielsichere Rache. M-Trui je wen gefühl. Glaube ich zumindest, dass das so heißt. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number two. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number two captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. Finde ich irgendwie doof, dass ich die nicht verletzen kann. Warum kann ich die nicht einfach mal scheuern und sagen, ab nach Hause, Waffe weglegen, Mama hat gekocht. So. Quiet ist wieder mit dabei. Wenn Quiet mit dabei ist, ist das sicheres. Oh, was ist das? Edelmetall. Okay, ah, da waren wir auch schon mal. So, wir werden erstmal. Please select a deployment point. Quiet soll da mal Aufklärung machen. Ich will auch so schnell sein wie sie. Was wir noch machen werden ist, die Kindersoldaten befreien. Habe ich mir überlegt. Wir können die doch alle narkotisieren und dann rausholen. Dafür ist doch die Motherbase da. Die haben nämlich auch geschrieben, also gesagt, die Kinder kriegen einen eigenen abgesperrten Bereich. Und der abgesperrte Bereich kann nicht, also der zählt nicht als, also die Kinder zählen nicht als Besatzung. Das heißt, ich schieße ihn einfach in Narkosefallen in den Arsch. Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your iDroid. Updated. The map has been updated. Marker placed. Okay, da sollen wir hin. Extraction arrived at the mother base. Ja, da sind schon ein paar markiert von ihr.
You have arrived at your destination. So, dann wollen wir mal schauen. Wo noch ein paar kleine afrikanische Kinder rumlaufen. Da ist unser Target. Okay, that's the General's brother, his number two. Get him out of there, boss. The map has been updated. Die haben alle Helme auf. Warte mal, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, Freunde, dass nur diese zwei Soldatenbabys da sind. Mehr sind hier nicht. Development complete. Nur diese Kinder sind da, mehr nicht. Das glaube ich nicht. Irgendwie kann ich das nicht ganz glauben. Aber ob wir das glauben oder nicht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.